Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Resident Evil 4. In der letzten Folge haben wir den Schlüssel der Kirche erhalten, sind über den See wiedergefahren, haben gegen El Gigante gekämpft, ein riesiges Monster, was auf uns gehetzt wurde, und sind dann in die Kirche rein, haben das Rätsel gelöst und können jetzt wahrscheinlich Ashley retten. Deswegen habe ich die letzte Folge auch hier beendet, weil ich nicht weiß, was passiert, wenn wir hochgehen. Und das wollte ich nicht rauszögern, also nicht rausfinden so schnell, meine ich. Also würde ich sagen, gehen wir hoch und schauen, ob wir Ashley finden, weil die müsste hier drin sein. Die sollte hier oben sein. Ashley, bist du hier? Wahrscheinlich hinter der Tür. Das heißt, hoch hätte ich noch können, aber nicht durch die Tür. Gott. Ah. Ja, das scheint wohl Ashleys Handy zu sein. Akte erhalten. Okay, hier können wir nur mit Ashley weiter. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Sie müsste. Wollte gerade sagen, weil hier ist ja kein Ding. Wie soll da drüben eine Tür sein? Dabei ist da noch ein Raum drüben. Hier müssen wir rein. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Lass mich gehen. Hör zu. Beruhig dich. Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Ergreift sie! Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung. Okay, dann hätte ich also doch noch die 2 Minuten hier reinpacken können auf die letzte Folge. Dann gehen wir in Kapitel 5 über, oder? Ich denke schon, oder? Dürfte schon Kapitel 5 sein. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Und ja, ist Kapitel 5. Die Leiter. Ich? Okay. Und es gab schon ein paar solche Orte, wo wir mit Ashley nur weiterkommen. In dem Haus, von wo wir von dem großen Typen weggenatzt wurden und Ada uns geholfen hat. Und dem Dorf, kann ich mich daran erinnern. Was jetzt? Hier geht's nicht raus. Es gibt hier schon genug Sachen. Leon. Das ist zwar ein guter Weg, aber das ist Minenaufsätze. Aber das ist eine. Das ist die Tochter der Präsidentin, wenn irgendwas passiert beim Runterspringen. Aber es gibt halt keinen anderen Weg, wie es ausschaut, ha? Na ja, schlecht. Dann heißt es wohl springen, hä? Ist okay, ich fang dich. Hey, vertrau mir.
Danke. Okay, und ich frage mich, wie sie hier wird, weil im Originalgame, was vielleicht irgendwann noch auch gezockt wird von mir, bin mir noch nicht sicher, soll die ja richtig Nervensäge gewesen sein. Mal schauen, wie es jetzt im Remake ist, weil ich habe gehört, hier soll sie besser sein. Basis, Baby Eagle ist jetzt bei mir. Verstanden. Geht es dir gut? Positiv. Gute Arbeit, Condor One. Ich schicke dir ein Heli auf den Weg. Ich sende dir die Koordinaten für die Bergung. Geht dorthin und pass auf, dass Baby Eagle nichts passiert. Verstanden. Schnell. Das Wetter wird schlechter. Ende. Wo müssen wir hin? Wo sind wir? Ey, du weißt, dass ich hier... Das Game, ne? Es sind ja noch zwei. Okay. Wie gesagt, das ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. Also wir werden definitiv nicht alle Schätze sammeln. Das mache ich vielleicht privat, aber nicht jetzt hier im Let's Play, ne? Kommandos für Ashley. Enge, lose Formation. Mit R3 wechselst du zwischen enger und lose Formation. In der engen Formation bleibt Ashley dicht bei Leon, was vor allem dann vorteilhaft sein kann, wenn sie den Gegner vorbeirennen. Ja, in der losen Formation lässt sich Ashley hinter Leon zurückfallen. So kann verhindert werden, dass sie Schaden durch Gegner nimmt. Ah ja. Okay, ist sicher. Komm. Wir bleiben bei der Nahen. Ach, scheiß drauf. Habe ich überhaupt ein Messer? Das ist eine gute Frage. Es geht los, bleib hinter mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Ja, sind sie auch nicht, Ashley. Hast du nicht gecheckt, noch nicht. Ey, der steht direkt vor mir. Meine Fresse. Geh zurück! Okay. Hinter mich! Zurück! Okay. Komm! Ach, ich hab sogar so einen Haufen Zeug. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Meine Fresse. Was? Ja, perfekt. Fuck, jetzt bin ich tot. Ah, der erste tot. Total dumm eigentlich, weil ich was in der Tasche hatte. Oder ich hätte es erst machen müssen, aber ja, ich hatte was in der Tasche. Sie ist eng bei mir. Vielleicht rennen wir lieber durch, wenn wir mit Ashley zusammen sind. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Mir. Oh Gott, diese Leute sind doch nicht normal. Sind sie auch nicht. Okay. So. Bro, what the fuck? Shit. Gut. Na komm. Okay. Geh zurück. Okay, bin schon weg. Gut. Nachladen, da vielleicht ein Sing. Gut. Komm. Langsam habe ich genug. Ja, ich langsam auch, weil die Leute einfach nicht weniger werden, glaube ich. Meine Fresse. Und es wächst nach.
Komm. Treffe ich überhaupt? Okay. Meine Fresse. Jetzt muss ich halt tatsächlich das Kraut schon wieder so fressen. Mann! Und das nur, weil ich manchmal denke, dass sie down gehen und dann gehen sie nicht down. Down sind auch weitere Leute. Und ich krieg halt nur Geld und statt irgendwelche wichtigen anderen Sachen. Grießpulver. So. Wer ist down? Grünes Kraut. War hier irgendwo was? Wo wir nur zu zweit weiterkommen? Wieder auch grünes Kraut, hm? Ja, ja, rotes Kraut. Perfekto. Können wir wieder was herstellen. Kräutermischung. Kann ich irgendwas anderes herstellen mit dem Zeug hier? Gewehrmunition. Benutze ich gerade nicht so viel. Also ich bestelle mir lieber Pistolen. Und Flintenmuni her. Ja, machen wir so. So. Ach, da oben ist der Händler, glaube ich. Ja. Wir sind wieder hier. So, kann ich irgendwie was verbessern? Neue Wareauflage. Willkommen. Was hast du denn neu? Was kann ich dir Gutes tun? Hey, was hast du denn neu? Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Punisher kann ich wieder kaufen. Tauschen kann ich gerade nichts. Mit TMP. Wäre das dann alles? Aha, für die TMP ist also das Ding. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Rate. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ja, verstehe ich schon. Na dann, was kann ich für dich tun? Oder ich kaufe Rezepturen für Bolzen. Das ist, was ich derzeit habe. Ja, da brauche ich ein Messer für. Minenhersteller. Nee, ich bin mir nicht sicher. Brauche ich die TMP? Also an sich ist es wahrscheinlich keine schlechte Waffe. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Mit der ich dann auch hier das hier für das Ding drauf machen kann. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben? Das willst du nicht wissen, Partner. Wäre vielleicht sinnvoll, die TMP mal mitzunehmen. Dein Popo. Mit dem Ding schlägst du eine Schnacke um jederzeit wieder. So. An Bolzen. Warum habe ich überhaupt Bolzen dabei? Auf Bewahrung. Kann ich die Bolzen nicht rüber tun? Ich kann nur die Waffen tauschen. Willst du mich verarschen? Moment, Moment, Moment. Aufbewahrung. Ich kann das Messer rüber tun, oder? Weil das ist jetzt mit Platz weg und bauen tue ich das definitiv nicht nochmal. Dann tun wir das auf Schnellzugriff. Da oben drauf. Jetzt mal hier. Jemand muss sich um die wilden Köter kümmern. Um den wilden Köter. Hey, können wir eine Pause machen? Sorry, ist leider nicht drin. Verstehe. War der Dampf schon davor da? Und tut mir leid, aber wir können tatsächlich jetzt keine Pause machen, Ashley.
Wir kriegen Kickmesser. Hannigan hatte recht mit dem Wetter. So, hier. Down. Moment. Ah ja. Entweder durch das Haus, glaube ich, aber ich glaube, da komme ich nicht durch. Oder unten drunter. Doch, komme ich. Was ist das Haus? Ne, das war nicht mit dem Fern-Ding. Ne, war's nicht. Es ist safe, das Haus da drüben. So, hier. Und wo ist der Köter? So. Ah ja. Komm. Okay. Hoch hier. Mach von drüben auf. Gut. Einer weniger. So, aber ich finde, das ist, Messer ist richtig geil. Die neue Waffe meine ich. Die richtig stark ist. Na gut, ich hab's ja auch mit Feuerkraft voll aufgepumpt, ne? Hast was gut. Und was riecht er? Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich ein Waffending. Apropos Schätze. Kann ich da nicht wieder welche verbinden? So. Okay, 19. Lass mal so. Und wir müssen da lang. Muss auch irgendwo ein Hund sein. Hoch muss man. Okay, Ashley ist weiter hinten. Wahrscheinlich wegen den ganzen Gegnern hier. Gut. Okay, gehen wir hier runter. Was hast du jetzt für ein Problem, hä? Meine Fresse. Down. Sorry, keine Absicht. Richtig. Geh zurück! Gut. Hast schon wieder keine Waffenmunition mehr. Meine Fresse. Aber dafür habe ich... Doch, wir müssen hier lang. Ein Haufen Granaten noch übrig. Das ist doch alles nicht wahr. Was ist alles nicht wahr? Das war vollkommen daneben.
hinter mir. Okay. Willst du mich verarschen? Geht doch. So. Was heißt hier? Fuck, Ashley. Na, echt jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, 3 von 3 wäre jetzt auch ein bisschen komisch, ne? Geht doch. So. Ey, greif mich bitte nicht an, danke. Ich kenn's nicht. Gut. Komm, gehst du mal drauf? Der hat echt ein ganzes Magazin gebraucht. Aber dafür gibt er auch einen Smaragd. Okay. Nehmen wir den mit. Nochmal eine dicke Pfeife. Ja. Down. Ich brauche Platz. Okay. Gut. Down. Echt jetzt? Ja, echt jetzt. Sag schon das Richtige, Leon. Gott. Ach, und ich glaube, ich befehlige sie, weil ich aus Versehen mal R3 drücke. Ich werde mich sowas von erkälten. Ist der hier drüben? Moin. Willkommen. Wofür kann ich dich begeistern? Ja, für Waffen wäre schon mal was. Verkaufen möchte ich was. Den Insignienschlüssel. Ich kaufe. Heute noch. Der ist abgehakt, also ist immer fertig. Wenn du noch willkommen. Dicke Pfeife, Seidenkristall, das, das. Muss ich noch was verkaufen? Verkaufen wir es. Danke. Na dann, was kann ich für dich tun? Stirb mir da drin. Ja, ich gucke erstmal wegen den Schätzen. Nein. Außen nicht willkommen. Wir können tatsächlich die Angriffskraft nochmal erhöhen für 30, aber nein. Auch ein Messer braucht hin und für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Ich weiß halt nicht. Mach mal's einfach. Wie du es haben wollt, komm jederzeit wieder. Gut, dann würde ich tatsächlich sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir Ashley zum Abholplatz bringen. Ciao. Euer Gladius.